Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem weiteren Apex Legends Info-Video und wahrscheinlich zu den geilsten News, die ich wahrscheinlich in diesem gesamten Jahr über Apex Legends raushaue. Das sind jetzt zwar nur Dataminer-Leaks und bekanntlicherweise kann an Leaks auch immer mal irgendwas sein, was nicht stimmt. Um was geht's? Es wurden nochmals alle Legenden namentlich jetzt erwähnt, aber mit sämtlichen Fähigkeiten. Ich habe vor einiger Zeit, das ist wirklich schon lange her, habe ich mal sämtliche Namen der Legenden erwähnt und es sind jetzt sogar zwei mehr, wenn ich mich nicht täusche. Und was ich aber betonen will, bei Octane und bei Watson war es so, die wurden Wochen oder Monate lang vorher schon geleakt mit Fähigkeiten und es ist eingetroffen. Deswegen gehe ich davon aus, dass das meiste stimmen wird. Und da es bei Apex teilweise auch so ist, dass man vom Namen der Legende bestimmte Fähigkeiten ableiten kann, werden die meisten Sachen wahrscheinlich auch stimmen. Aber wie gesagt, ich möchte betonen, ich bin ja nicht allwissend. Das sind Leaks, die ich gefunden habe. Die möchte ich euch jetzt zukommen lassen. Lasst euch bitte von der Dauer des Videos nicht abschrecken. Es ist wirklich sehr viel. Die Fähigkeiten reichen von manchen Legenden von 3 bis sogar maximal 6. Eine Legende hat 6 Fähigkeiten. Ob das nachher zum Schluss, wie gesagt, so ist, werden wir sehen. Ich fange jetzt direkt mal an mit der ersten Legende. Und ich bin gespannt, ob die den Zyklus beibehalten, pro Season nur eine Legende. Bei 13 Legenden, die jetzt noch fehlen, wird es über 3 Jahre dauern. Das würde ich ein bisschen krass finden, deswegen hoffe ich, dass hier und da auch mal 2 Legenden kommen. Vielleicht kommt Krypto ja noch in der zweiten, das werden wir sehen. Und wir fangen jetzt direkt auch mal mit Krypto an. Krypto, über den wissen wir ja schon ein bisschen was. Erste Fähigkeit, er soll wohl 4 an der Zahl haben, nennt sich Überwachungsdrohne. Starte eine Überwachungsdrohne. Klingt erstmal klar. Zweite Fähigkeit nennt sich EMP. Eure Drohne lässt einen EMP-Angriff raus. Der richtet Schildschaden an, verlangsamt Gegner und deaktiviert Fallen. Selbsterklärend muss man, denke ich, nicht viel zu sagen. Dritte Fähigkeit nennt sich Neurolink. Krypto und sein Team sehen alle Gegner in einem Umkreis von 30 Meter um seine Drohne. Absolut interessante Fähigkeit. So ein bisschen eine Mischung aus Bloodhound und... Ja, keine Ahnung. Ich bin gespannt, ob man die Drohne steuern kann oder ob sie einen nur verfolgt oder ob man wirklich so ein bisschen in so einen Modus reinwechseln kann, wo man die über irgendwelche Gebiete schweben lassen kann. Das werden wir dann sehen. Und ein Extra namens Kryptos Drohne kann Türen und Versorgungskisten öffnen und Respawn Banner gefallener Teamkameraden aufheben. Das finde ich zum Beispiel eine Fähigkeit, die absolut geil ist. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr habt vielleicht einen Teamkameraden, der ein bisschen weit vorpusht oder hinterherhängt, geht dabei drauf und ihr steuert eine Drohne bis zum Respawn-Banner, vielleicht sogar außerhalb der Drohne, der Zone, nicht der Drohne. Naja, bei der Zone könnte ich das aber bezweifeln, weil bei Lifeline haben sie diese Lifeline-Fähigkeit ja auch gepatcht, dass die nach 2 Schadensticks außerhalb der Zone kaputt geht. So wird es wahrscheinlich mit der Drohne sein. Werden wir sehen. Kommen wir zur nächsten Drohne, zur nächsten Legende, die nennt sich Rosa. Rosa hat folgende Fähigkeiten. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Burglars Best Friend. Werfe eine Disc und teleportiert euch zu dieser. Alter, eine absolut interessante Fähigkeit. Bleibt abzuwarten, wie weit kann man die Disc werfen. Werden wir sehen. Nächste Fähigkeit heißt Supply for Demand. Wähle einen Loot-Typ aus, den ihr dann durch Wände hindurch erkennt. Sucht ihr Munition, sucht ihr wahrscheinlich ein Magazin oder irgend sowas, könnt ihr es durch Wände sehen. Auch eine absolut geile Sache. Wie oft suchst du vielleicht für deine 99 ein erweitertes Magazin, weil du die 99 sonst normalerweise meist vergessen kannst. Nächste Fähigkeit, Black Market Boutique. Platziere ein Gerät, das Loot klauen kann. Da bin ich echt mal gespannt, was für Loot man auswählen kann, ob man überhaupt wählen kann oder ob es zufällig irgendwas geklaut wird. Absolut interessant. Nächste Fähigkeit, Eye for Quality. Kann Loot durch Wände hindurch erkennen und versteckte Behälter in Versorgungscontainern öffnen. Klingt jetzt erstmal nicht so spannend, finde ich jedenfalls. Nächste Legende nennt sich Blackout. Erste Fähigkeit, Mark for Death, werft einen Giftdolch. Erneutes Aktivieren der Fähigkeit zeigt euch die Position des getroffenen Ziels. Klingt übelst interessant. Wird wahrscheinlich so eine L1-Fähigkeit sein, wie beim Pathfinder mit dem Grappling Hook. Könnte sich ein bisschen schneller nach, also füllt sich schnell auf, hoffe ich. Und wenn die Fähigkeit wieder voll ist, aktivierst du die nochmal und der Gegner wird markiert. Klingt mega interessant. Das ist übrigens jetzt eine Legende mit 5 Fähigkeiten. Zweite Fähigkeit erinnert stark an den Kaustik, nennt sich Poison Bomb. Eine Giftbombe, die Ziele schadet, also Schaden verursacht und die Gegner verlangsamt.
Klingt nach Kaustik. Völlig klar. Dritte Fähigkeit, Infiltrator. Schnellere Bewegung während dem Ducken und schnelleres Erklimmen von Mauern. Das finde ich echt mega interessant. Wer sich duckt in einem Gebäude oder so und sich zu einem kleineren Ziel machen will und sich dann auch noch schneller bewegen kann, vielleicht sogar so schnell wie aus dem Stand, ist bestimmt gar nicht so leicht zu treffen. Klingt absolut cool. Vierte Fähigkeit, Shadow Walk, bewegt sich 6 Sekunden lang schneller und lautlos. Die Abklingzeit wird mit Kills zurückgesetzt. Ähnlich wie beim Octane. Haust du eine Spritze rein, läufst schneller, bloß dass du ja keine Energie verlierst und sogar lautlos läufst. Das ist beim Octane nämlich auch nicht so. Und die letzte Fähigkeit, Shadow Steps, schicke einen Shadow Revenant nach vorne. Das scheint ein Klon zu sein, wie beim Mirage. Und wenn du die Fähigkeit nochmals aktivierst, teleportierst du dich zu diesem Klon. Klingt auch richtig interessant. Ich könnte mir vorstellen, dass man das gut nutzen kann, wenn man es wie beim Mirage macht. Du schickst den nach vorne, bis er vielleicht irgendwo stehen bleibt. Du merkst, die Zone, wo du hin willst, ist vielleicht safe, kein Gegner da. Dann teleportierst du dich dahin, kannst looten, weil weiß der Geier, was du da machst. Also der Blackout ist bis jetzt einer der interessantesten, die ich hier vorgelesen habe. Die nächste Legende nennt sich Scunny. Erste Fähigkeit, Debris Trap, platziere Gerümpel, das Gegner schadet und sie beim Durchlaufen verlangsamt. Gerümpel, keine Ahnung, ob es einfach nur eine scheiß Übersetzung ist. Ich stelle es mir ein bisschen so vor wie bei Watson mit dem Elektrozaun, dass du zwischen zwei, was weiß ich, Felsen, Häusern, hast du nicht gesehen, irgendwas hinschmeißt, Gerümpel halt. Und wenn Gegner durchlaufen, werden sie verlangsamt und bekommen Schaden. Zweite Fähigkeit, Schildrum Barrier Grenade, meine Fresse, schweres Wort oder schwerer Satz, erzeuge eine Stachelbarrikade, ähnlich wie mit dem Zaun wahrscheinlich. Und das dritte, Light Steps, du wirst nicht von Gerümpel fallen, verlangsamt und hinterlässt keine Spuren. Keine Spuren klingt wie, dass dich der Bloodhound nicht spotten kann, würde ich jetzt zumindest so interpretieren, und du wirst nicht von Gerümpel verlangsamt. Oder bekommst Schaden wahrscheinlich, wenn ein gegnerischer Scunny, so wie der heißt, so ein Zeugs aufstellt, kannst du da locker durchlaufen. Das ist jetzt zum Beispiel eine Legende, die klingt für mich bis jetzt eher am uninteressantesten. Nächste Legende, Jericho, ebenfalls 3 Fähigkeiten. Ballistic Shield, absolut interessante Fähigkeit, ein Schild, das gegnerische Kugeln ablockt. Ähnlich wie beim Gibraltar. Aber die dritte Fähigkeit ist am geilsten, finde ich mit. Die zweite Fähigkeit nennt sich Shield Breaker Javelin. Werfe 2 elektrisch geladene Wurfspeere, die feindliche Schilde zerstören. Ich gehe davon aus, egal welche Farbe Schild, es wird sofort kaputt sein, wenn du den Gegner triffst. Je nachdem, wie die Wurfgeschwindigkeit oder auch die Reichweite des Schilds ist, wird man dann sehen, ob das geil ist oder nicht. Und die dritte Fähigkeit finde ich nämlich echt mega interessant. On Your Six nennt die sich, wenn ihr euer Schild nicht verwendet. Das ist quasi eine passive Fähigkeit wahrscheinlich. Aktivierst du quasi Ballistic Schild. Die erste Fähigkeit ist die passive Fähigkeit. Verwendest du das Schild nicht, trägst du es auf dem Rücken und es werden Schüsse abgeblockt. Das finde ich ultra geil. Bleibt natürlich abzuwarten, kann man das Schild zerstören oder nicht. Das sind halt Informationen, die bastel ich mir hier so ein bisschen zusammen. Das denke ich mir nämlich, dass man das auch zerstören kann. Die nächste Legende, Prophet. Spotter Sight, erste Fähigkeit. Scannt die Umgebung und sammelt Informationen über gefundene Ziele, ähnlich wie beim Bloodhound, ist klar. Triple Tap, rüstet eine schallgedämpfte Sniper Rifle mit 3 Schüssen aus. Das ist zum Beispiel eine fiese Fähigkeit für alle, die sehr, sehr gerne snipern, auf der Suche nach der Crabber sind, sie aber nicht finden. Weil ich gehe mal davon aus, das wird wahrscheinlich ein Ulti sein. Und ein Ulti mit 3 Schüssen und wahrscheinlich auf 3 Schüsse begrenzt. Der Schuss, wenn er sitzt, wird er wahrscheinlich richtig, richtig dolle reinhauen. Und die dritte Fähigkeit, die ist nämlich auch gar nicht so schlecht für alle Sniper-Spieler, nennt sich Sniper Training. Hat eine bessere Genauigkeit beim Zielen über die Zielvorrichtung und startet das Spiel mit einem Zielfernrohr. Ich gehe davon aus, dass es eine passive Fähigkeit ist, die auch sofort aktiv ist, dass du sofort im Inventar Visier hast. Ob das jetzt geil oder nicht ist, das Visier, das wirst du dann sehen. Nächste Legende nennt sich Blisk. Erste Fähigkeit, Wurfmesser. Richtet 20 Schadenspunkte an und markiert das Ziel. Ein markiertes Ziel zu töten, gibt euch doppelte Credits. Credits komme ich gleich noch drauf zurück. Das wird wahrscheinlich etwas sein, was nur der Blisk sammeln kann. Du tötest einen Gegner und hast so eine Art Währung, die du aber nur für diese eine Runde benutzen kannst. Denn Payday heißt die zweite Fähigkeit. Squad Kills geben euch Credits. Gebt Credits für Nachschub aus. Ihr kennt den Nachschubbehälter von Lifeline, der vom Himmel droppt, als Ulti.
Ich gehe davon aus, wenn du genug gesammelt hast, kannst du genau dasselbe, vielleicht ein bisschen abgewandelt, machen, wenn du genug Credits gesammelt hast. Und die dritte Fähigkeit, Interaction. Wenn ihr einen Gegner exekutiert, seht ihr die Position von den Verbündeten für 10 Sekunden. Das ist auch, also die Legende Blisk klingt auch sehr, sehr interessant. Ich finde allgemein, da komme ich gleich drauf, was ich jetzt sagen wollte, denn das passt zu einer anderen Legende viel, viel besser. Nomad wäre jetzt erstmal die nächste Legende, 3 Fähigkeiten, erste Loot Kompass. Folge dem Kompass zum nächstgelegenen Item. Ist jetzt nicht interessant. Jeder, der sich ein bisschen in dem Spiel auskennt, kennt die Map halb in- und auswendig und weiß, wo Stuff liegt. Ganz einfach. Zweite Fähigkeit, Crafting Table. Platziere einen Crafting-Tisch. Hier könnt ihr Items zerlegen und bauen. Und das ist die erste Vermutung, wo ich behaupte, es werden definitiv noch mehr Items dazukommen. Vielleicht auch Items, die man zerlegen kann und vielleicht Crafting-Material bekommt. Keine Ahnung, denn wenn ich jetzt zum Beispiel ein erweitertes Magazin zerlegen will, was soll denn da bitte rauskommen? Deswegen bin ich der Meinung, es werden noch einige Items dazukommen in den nächsten Monaten, sicherlich Jahren. Wer das übrigens nicht weiß, weil ich sage sicherlich über Jahre, es wird keinen weiteren Apex Legends Ableger geben. Es wird nur dieses eine Apex Legends geben und kein Apex Legends 2. Wollte ich nicht extra ein Video drüber machen, das ist eine Information, die weiß ich auch schon eine Weile. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass die Legenden wirklich immer nur alle 3 Monate eine neue kommt. Wahrscheinlich, um es interessant zu halten. So, dritte Fähigkeit, Pack Mule. Nomad und sein Team haben zusätzlichen Inventarplatz. Wenn du keinen Rucksack findest, geile Fähigkeit. Wo ich gespannt bin, was ist, wenn du einen lila oder einen goldenen Rucksack hast? Die haben ja gleich viel Inventarplatz. Ob du da vielleicht nochmal 1-2 Plätze dazu bekommst, das wäre echt interessant zu wissen. Nächste Legende, Downfall. 3 Fähigkeiten. Fire Sale ist die erste. Platziere eine Box mit 4 Molotovs. Könnte zum Beispiel auch ein neues Item sein, eine neue Granate vielleicht. Wie ein Arcstar oder eine normale Granate oder die Thermitgranaten, könnte das vielleicht die vierte Art von Granaten sein. Die zweite Fähigkeit heißt Rain of Fire. Feuere eine Reihe von Brandgranaten ab. Und da könnte ich mir vorstellen, dass es ein bisschen wie beim Gibraltar ist. Nur, dass du vielleicht einen Raketenwerfer in der Hand hast, wo du die Raketen sofort abfeuerst und nicht erst warten musst, bis sie vom Himmel regnen, werden wir auch sehen. Und die dritte Fähigkeit nennt sich Burning Anger. Wenn ihr Schaden verursacht, baut ihr Wut auf. Ist der Balken vollständig aufgeladen, werdet ihr 20 Sekunden lang immun gegen Feuer. Klingt jetzt erstmal nicht mega interessant. Wenn ich jetzt aber davon ausgehe, dass die Molotovs vielleicht wirklich eine neue ein neues Item, eine neue Granate werden oder vielleicht irgendwann mal Waffen dazu kommen, die Brandschaden, also Schaden auf Zeit verursachen. Ihr werdet getroffen und bekommt nachträglich, wie bei der Thermitgranate, noch nachträglich Schaden. Das gibt es auch in vielen anderen Spielen wie Destiny oder The Division war es, glaube ich, auch so. Dann wäre das eine interessante Fähigkeit, aber ansonsten sollte das nicht so sein, klingt eher uninteressant. Downfall ist jetzt zum Beispiel keiner, der für mich interessant klingt. Nächste Legende, Husaria nennt die sich. Oder der Flashbang, werfe eine Granate, die Feinde blendet und betäubt. Kennt ihr wahrscheinlich aus COD, die beliebte Ninebang-Granate, die dich stunt und du siehst erstmal ewig nichts. Oder eine ganz normale Blend- oder Stun-Granate. Zweite Fähigkeit, Concussive Breaching Charge. Platziere eine Sprengladung, die eine Schallwelle durch Wände feuert, Fallen zerstört, Türen öffnet und Feinde desorientiert. Das klingt schon mal echt mega heftig. Könnte ich mir vorstellen, wie beim Bloodhound, wenn du scannst, dass das ungefähr so den Radius hat und alles, was sich vielleicht in einem Haus befindet, kaputt geht oder gestunt wird und so weiter. Und die dritte Fähigkeit, die finde ich echt übelst interessant. Shotgun Kick. Eine Shotgun an eurem Bein, die automatisch abgefeuert wird, wenn ihr wenn ihr einen Nahkampfangriff ausführt. Ihr wollt quasi einem Gegner in die Fresse hauen und ihr müsst zwingend Shotgun-Munition bei euch tragen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Ich stelle es mir echt witzig vor. Ihr haut dem Gegner voll in die Fresse und er kriegt noch einen Shotgun-Schuss in die Eier. Das stelle ich mir absolut witzig vor. So, nächste Legende. Immortal. Ohne Scheiß. Meiner Meinung nach die interessanteste Legende aus der gesamten Liste. Und da möchte ich jetzt vorab schon mal sagen, haut mal bitte in die Kommentare, welches ist die Legende, die eurer Meinung nach vielleicht am interessantesten klingt, welches sind die krassesten Fähigkeiten, wie ihr vielleicht findet. Ich lese mal vor, was Immortal alles drauf hat. Auf jeden Fall ist das echt finster.
Erste Fähigkeit, 4 insgesamt. Shield Charger. Entfesselt eine Wolke aus Naniten, die die Schilde eurer Verbündeten auflädt. Ähnlich wie bei Watson. Geht aber noch weiter und wird immer krasser. Rise of the Phoenix, gehe ich von aus, das wird die Ulti sein. Regeneriert eure Gesundheit und Schilde vollständig, wahrscheinlich per Knopfdruck. Sofort, könnte ich mir zumindest vorstellen. Und gibt in der Nähe befindlichen Teamkameraden 30 Sekunden lang einen Self-Revive. Wie bei Octane, der sich selbst regenerieren kann. Da bleibt es dann abzusehen, wie viel es revived und wie schnell. 30 Sekunden ist klar. Dritte Fähigkeit, Hard to Kill. Ihr könnt euch selbst wiederbeleben. Alter, zieht euch das bitte rein. Das ist wahrscheinlich die geilste Legende im Solo-Modus. Wette ich. Revived euch selber, wenn ihr kein Knockdown-Schild findet, also ein goldenes Knockdown-Schild. Krank. Vielleicht ist das, ich würde eher sagen, das wird die Ulti sein. Und die vierte Fähigkeit, Shield Teardown, deaktiviert die Schilde eines Gegners kurzfristig. Alter, ohne Scheiß. Was ist das für eine Legende? Und so, wenn ihr jetzt noch, stellt euch mal vor, ihr habt jetzt noch Lifeline dabei und Watson. Alter, das ist eine absolut unsterblichkeitskranke Squad-Kombination, würde ich mal behaupten. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, mit welchen zwei Legenden ihr Immortal vielleicht sogar mischen würdet. Ich finde, Immortal ist, also nur vom Lesen her klingt das zu krass. Zu krass wirklich für das gesamte Spiel. Rampart, ich will mal wieder ein bisschen weiter beim Thema bleiben. Rampart, nächste Legende, 6 Fähigkeiten an der Zahl. Ampit Cover, baut eine Deckung, die jedem hinter ihr einen Schadensbonus gibt. Der ein oder andere, der vielleicht schon mal The Division gespielt hat, der kennt das vielleicht. Ihr baut eine Deckung auf als Fähigkeit und wenn ihr euch hinter der Deckung bewegt oder beziehungsweise steht und auf den Gegner rotzt, haut ihr mehr Schaden raus. Zweite Fähigkeit, My Friend Maxim nennt die sich, platziert eine Station. Und darüber habe ich schon mal berichtet, auch, ich glaube, zum selben Zeitpunkt, wo ich schon mal über die Legenden vor vielen, vielen Monaten berichtet habe. Und zwar geht es hier um ein stationäres Maschinengewehr, was ihr aufbauen könnt. Kennt ihr vielleicht aus COD, ihr habt eine Killstreak von 5, 6 Kills, ohne zu verrecken. Und da könnt ihr auf einmal eine Gatling aufstellen. Einfach so, aus heiterem Himmel. So stelle ich mir das vor. Ihr platziert ein Maschinengewehr, was jeder eurer Teamkameraden benutzen kann. Und hier könnte es tatsächlich auch so sein, wo ich vor Monaten schon mal darüber berichtet habe, hieß es, dass das Ding eventuell auch automatisch feuert, ohne dass ihr es benutzt. Oder ihr könnt es fernsteuern. Bleibt abzusehen, wie es kommt. Klingt auf jeden Fall interessant. Und hier müsst ihr schwere Munition dabei haben, sonst funktioniert es nicht. Also gehe ich eher davon aus, dass es nicht ferngesteuert werden kann. Oder nicht alleine schießt. Oder wie auch immer. Werden wir sehen. Nächste Fähigkeit nennt sich Fixer. Beim Wechsel zur Nahkampfwaffe rüstet ihr einen Schraubenschlüssel aus, der Strukturen reparieren kann. Was das bedeutet, keine Ahnung. Und deswegen nochmal meine Vermutung. Es kommen bestimmt noch irgendwelche Items, andere Waffen. Vielleicht ist es auch irgendwann so, dass eure Waffen Schaden nehmen, wenn ihr irgendwie angeballert werdet. Oder keine Ahnung, weil Strukturen reparieren klingt für mich, eure Ausrüstung geht irgendwo kaputt, nicht gerade die Schildzellen oder dein Schild vielleicht, und du kannst etwas reparieren. Also ich kann mir jetzt aktuell noch nicht vorstellen, wie das aussehen könnte, aber irgendwas muss vielleicht kaputt gehen, was du reparieren kannst. Vierte Fähigkeit, Coverfire. Wenn ihr aus Deckungen heraus schießt, dann überladet ihr euren Waffenschaden. Es könnte sein, dass es vielleicht nur 5 Fähigkeiten sind und dass die sich ja vielleicht mit der Übersetzung ein bisschen vermacht haben. Bei Ampit Cover und Coverfire ist für mich gleich. Ich lese es nochmal vor. Baut eine Deckung, die jedem hinter ihr Schadenbonus gibt. Und Coverfire, wenn ihr aus der Deckung heraus schießt, dann überladet ihr euren Waffenschaden. Das klingt für mich irgendwo gleich. Wenn ich es falsch interpretiere, könnt ihr mich gerne berichtigen. Von mir aus, fünfte Fähigkeit nennt sich Gunner. Leichtes Maschinengewehr oder leichte Maschinengewehre haben ein größeres Magazin und laden schneller nach. Wenn ihr jetzt so eine Army aus einer R99 oder 301 dabei habt, da könnt ihr sicher sein, dass ihr richtig hart rasieren werdet, wenn ihr sonst vielleicht kein lila Mac findet. Denn eine R99 ohne erweitertes Magazin ist einfach mal Rotze, das ist jedem bewusst. Und mit dieser Fähigkeit könnte das echt eine harte Sache sein. Sechste Fähigkeit extra, kann Deckung aufheben und bewegen. Klingt jetzt nicht so interessant. Ja, er selber kann die Deckung hinstellen. Ja, warum soll er sie nicht auch verschieben können? Es sei denn, es ist vielleicht so gemeint, wenn ihr von einem Gegner, der auch Rampart spielt, eine Deckung seht, dass ihr die dann nachträglich verschieben könnt. Keine Ahnung. Werden wir dann sehen, aber Rampart klingt auch sehr, sehr interessant. Kommen wir zur letzten, 13. Legende. Nennt sich Walk, mit V geschrieben, nicht mit W. Erste Fähigkeit,
WTUL-Jet nennt sich das. Schwebt in der Luft und da bin ich jetzt echt mal gespannt, wie das aussehen soll. Weil jetzt in ferner Zukunft gespannt. Zweite Fähigkeit, Skyward. Du und nahe Verbündete erheben sich in die Luft. Wie hoch, wie weit, wie lange hält's? Keine Ahnung, kannst du eine Waffe benutzen? Ja, nein, vielleicht. Das klingt auf jeden Fall richtig, richtig heftig. Und die dritte Fähigkeit ist auch echt interessant für alle, die sehr gerne am Anfang rausspringen, auf einen Loot-Ship wollen, gleich wenn sie, also Supply-Ship oder vielleicht in die Hot-Zone. Die dritte Fähigkeit nennt sich Afterburners. Walk und ihre Teamkameraden fliegen nach dem Anfangssprung schneller während des Skydives. Also ihr seid einfach schneller als eure Gegner. Wenn ihr jetzt nicht gerade gegnerische Squads haben, die denselben Charakter haben, ist das eine absolut krasse Sache. Da wäre es vielleicht interessant zu wissen, funktioniert das nur, wenn ihr zusammenfliegt oder funktioniert es auch, wenn man sich von der Gruppe trennt. Ist auf jeden Fall auch eine interessante Geschichte. Das waren alle 13 Legenden. Sorry, ging ein bisschen länger. Es ist halt viel Material, viel Infos, viele neue Legenden. Nochmal betont, es sind alles Leaks, die Halbwahrheiten sein können. Es könnte auch komplett falsch sein. Nochmal betont, aber bei Watson und bei Octane ist es so eingetreten. Es ist auch bei vielen anderen Spielen so, dass Leaks bekannt werden, die dann tatsächlich so eintreffen. Ich möchte aber einfach mal der Vollständigkeit halber betonen, dass es nur Leaks sind und nicht, dass ich euch hier verspreche, dass das hundertprozentig so kommt. Lasst dem Video bitte, bitte einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Ein Abo, wenn ihr neu seid, keine Informationsvideos verpassen wollt. Das nächste Infovideo folgt schon morgen. Ich verrate euch aber noch nicht, um was es geht. Es hat aber ein bisschen was mit einem eventuellen PvE-Modus zu tun. Das Video wollte ich nämlich gerade eigentlich machen. Jetzt sind mir aber die Informationen zuvor gekommen. Lasst bitte viele, viele Kommentare da. Ich wünsche euch jetzt noch ein schönes Restwochenende. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.